Ein deutscher Trainer hat einen Hype im Ausland ausgelöst. Um diesen Verein geht's hier, den KF Lasnija aus der albanischen Stadt Shkodra. Thomas Bredaric ist dort seit dieser Saison und das mit Erfolg. Aus einem Abstiegskandidaten hat er direkt einen Titelanwärter gemacht. Man steht unter anderem im Pokalfinale und in der Kabine wird richtig gefeiert. Lasst uns jetzt mal auf diesen Verein blicken. In Albanien ticken die Uhren ein bisschen anders. Ja, es ist ein Kulturschock, aber auch eine riesengroße Herausforderung. Also, los geht's. Herzlich willkommen in Shkodra. Starten wir mal mit dem kurzen Porträt von Thomas Bredaric. Als Spieler ist sein Blick immer nach vorne gegangen. Sein Stil, viele Dribblings, großes Tempo, Alleingänge mit Power. Bredaric war zwar nie der große Stürmerstar, aber halt ein Arbeiter. Er nervte seine Gegner und war so ein typischer Wadenbeißer. Eine Szene habe ich da noch im Kopf. Oliver Kahn packte ihn mal am Nacken, weil Bredaric ihm den Ball wegschoss. Todesangst habe er da gehabt. Mit Bayer Leverkusen kämpfte damals Bredaric um den Titel und sogar im Finale der Champions League spielte er. Dazu war er auch deutscher Nationalspieler. Die Karriere beendete Bredaric dann im Jahr 2008 wegen großen Knieproblemen bzw. einem Knorpelschaden. Es ging einfach nicht mehr. Als Trainer hat Thomas Bredaric zumindest in Deutschland nur im Amateurfußball gearbeitet. Als Aufbauhelfer würde ich ihn da beschreiben. Bei der TSG Neustrelitz wurde er Meister in der Regionalliga. Das war ein riesengroßer Erfolg für den Club. Am Ende scheiterte man jedoch knapp am Aufstieg in die dritte Liga. Und bei Tennis Borussia Berlin wurde er Vizemeister in der Oberliga. Jeweils professionellere Strukturen wollte er aufbauen. Sein Ziel ist es, früher oder später im deutschen Profifußball zu arbeiten. Und als Sprungbrett nutzt Bredaric jetzt den Job in Albanien. Blicken wir deshalb mal auf diesen Verein. Große Erfolge hat Vlasnia gefeiert. 9-mal wurde man Meister und 6-mal Pokalsieger. Tja, aber diese goldenen Zeiten sind schon lange vorbei. Finanzielle Probleme, sportliche Krisen und vor allem zig Trainerwechsel. In den letzten 10 Jahren saßen insgesamt 20 Trainer auf der Bank. Der Tiefpunkt: 2018 stieg Vlasnia aus der ersten Liga ab. Zwar schaffte man sofort die Rückkehr in die Super League, aber es lief wieder mies. Fast wäre man letzte Saison schon wieder abgestiegen. Erst in der Relegation gab es die Rettung. Also, der Verein steckte in der Krise. Und ganz ehrlich, das passte doch perfekt zum Aufbauhelfer Thomas Bredaric. Es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich die Möglichkeit bekam, hier Trainer zu werden, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Wir haben einmal kurz telefoniert. Ich habe dann den nächsten Flieger genommen. Ich bin hierher geflogen und dann haben wir uns vereinbart, dass wir ein Jahr zusammen arbeiten. Seine Aufgabe: eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Bei Vlasnia gab es einen radikalen Umbruch. 21 Abgänge und 22 Neuzugänge. Bredaric hätte nicht gedacht, so viel Erfolg mit diesem Kader zu haben. Auch ein Deutscher ist neu mit dabei: Innenverteidiger Tim Bredaric, der Sohn des Trainers. Zuletzt stand er beim 1. FC Monheim unter Vertrag. Das ist ein Club aus der Oberliga. Aber da der Amateurfußball aktuell stillsteht, dachte er sich, okay, die Chance nutzen und ab nach Albanien. Für ihn ist es tatsächlich der erste Profivertrag, den er unterschrieben hat. Ja, jeder braucht Unterstützer, jeder braucht die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich sehe in Tim einen sehr ehrgeizigen und sehr talentierten Spieler. Er findet, dass sein Sohn diese Chance verdient hat. Das Ziel ist, Tim Bredaric Stück für Stück an das Team heranzuführen. Einmal stand er in der Super League auf dem Platz und da erzielt er auch direkt einen Treffer. Spielpraxis sammelt er dann in der Jugend von Vlasnia. Seine Stärken? Kopfbälle. Ist ja logisch. 1,95 Meter ist Bredaric groß. Dazu die Spieleröffnung und das taktische Verständnis. Also, Vater und Sohn sind in Albanien. Im Training blendet Thomas Bredaric komplett aus, dass sein Sohn dabei ist. Jeden Spieler will er gleich behandeln, aber privat haben sie eine enge Beziehung. Die beiden teilen sich sogar eine Wohnung in Shkodra, so eine richtige Männer-WG. Schnell haben sie sich in Albanien eingelebt. Was mir halt sehr gut gefällt, dass die Leute sehr freundlich sind, sehr hilfsbereit sind, sehr zuvorkommend sind. Und die Stadt, die liegt natürlich auch hervorragend, ist eine wunderschöne Ecke. Und mich hat die Stadt auch infiziert und ich bin total glücklich hier. Der Fußball von Vlasnia hat sich dank Thomas Bredaric verbessert. Der Vorteil war, die Saison startete erst im November. Schuld daran war ein politischer Streit. Das heißt, Bredaric hatte mehrere Monate Zeit, um A, die Taktik einzustudieren und B, eine Einheit zu formen. Der Saisonstart lief direkt 1A. 11 Spiele, 8 Siege und damit war man souveräner Spitzenreiter.
Die Stadt ist stolz auf das Team, auf die Resultate, weil sie in den letzten 20 Jahren nicht mehr diese Ergebnisse gesehen haben von ihrer eigenen Mannschaft. Und das spürt man natürlich auch in der Stadt, dass die Leute sehr glücklich sind. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, der Club steht für Offensivfußball. Taktische Flexibilität ist ihm total wichtig. Plan A reicht nicht, auch Plan B und C studiert er ein. An jede Situation müssen sich die Spieler neu anpassen. Bredaric gibt ihnen dann auch kreative Ideen mit, um eben das maximale Potenzial rauszukitzeln. Ein wichtiges Prinzip lautet, Mentalität und Einstellung schlägt Talent. Bredaric ist von seinem Kader total begeistert. Du hast, glaube ich, alles dabei. Du hast sehr gute Spieler dabei, die auch in besseren Ligen spielen können. Aber es liegt halt auch häufiger an den Bedingungen, dass die grundsätzlich in Albanien nicht so gut sind, damit der Spieler sich nicht grundsätzlich verbessern kann. Bei Vlasnir ist man stolz auf die Jugendarbeit. Die Akademie hat wirklich einen sehr guten Ruf. Einige Talente haben auch schon den Sprung ins Ausland gepackt. Elsaid Hüsey spielt aktuell beim SSC Neapel und Bekim Balay bei Sturm Graz. Aber ja, so früh wie möglich müssen sie ins Ausland und das hat vor allem einen Grund. Die Infrastruktur. Im Training sind die Bedingungen extrem schwierig. Ein Beispiel, der Rasen. Zum Vergleich, in Deutschland haben die Plätze eine Drainage. Sollte es also regnen, läuft das Wasser ab. In Albanien fehlt genau das. Sollte es regnen, steht der Platz direkt unter Wasser. Und fürs Training ist das natürlich eine Katastrophe. Interessant ist auch, bei den Ligaspielen muss Bredaric die Taktik bzw. den Spielstil anpassen, je nachdem wie gut oder wie schlecht der Rasen ist. Manche Stadien sind modern, so wie die Heimspielstätte von Vlasnia, aber andere Stadien wiederum sind eher wie Bolzplätze mit einer Tribüne. Also, wie gesagt, sein Team muss da variabel sein. Für den Club läuft es in der Liga echt gut und Bredaric hat große Ziele. Ich glaube einfach, dass das Prinzip hier immer mit minimalen Mitteln versuchen, immer das Maximale zu erreichen. Wir probieren mit 1 Million in die Champions League Qualifikation zu kommen und Bayer Leverkusen versucht es mit 100 Millionen in die Champions League Qualifikation zu kommen. Da merkt man einfach auch, welche Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Super League hier sind. Um eine Chance auf die Champions League Quali zu haben, muss Vlasnia Shkodra Meister werden. Hier ist mal die Tabelle eingeblendet. Aktuell liegt der Club auf Platz 3. Noch ist alles drin, 5 Punkte Rückstand sind es und einige direkte Duelle stehen noch an. Eine wichtige Rolle spielen natürlich die Fans vor Ort. Trotz der aktuellen Pandemie sind sie eine große Unterstützung. Ein Beispiel. Nach einem Auswärtssieg direkt zu Beginn der Saison warteten die Fans an der Stadtgrenze von Shkodra mit einem Autokorso. Fuhren sie mit der Mannschaft bis zum Stadion inklusive Bengalos etc. Also sie feierten. Bredaric meinte dazu, so etwas habe er noch nie erlebt. Ihm sei schon fast peinlich gewesen, immerhin habe man ja noch nichts erreicht. Also, die Euphorie ist definitiv zu spüren. Es gab sehr viele kuriose Erlebnisse, aber ich glaube, das Kurioseste war, es dürfen hier gar nicht viele Zuschauer ins Stadion. Und auf einmal, als die Leute dann gemerkt haben, dass wir erfolgreichen Fußball spielen, gab es auf diesen Hochhäusern ganz viele Fans, die sich das Spiel auf den Hochhäusern angeschaut haben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die ganze Stadt ist aufgewacht und indirekt sind ja dann doch Fans im Stadion. Der Vertrag von Thomas Bredaric läuft im Sommer aus. Wie es dann weitergeht, mal sehen. Wie gesagt, sein Ziel ist es, in der Bundesliga früher oder später einen Job zu übernehmen. Jetzt könnte man sagen, Mai, er trainiert ja nur in Albanien, aber das wäre, finde ich, überheblich. Thomas Bredaric beweist gerade, mit minimalem Budget kann er das Maximale rausholen und vor allem Spieler entwickeln. Der Rückhalt in der Kabine ist riesig. Im Pokalfinale steht der Club, die Trophäe könnte er in die Höhe halten und vielleicht gelingt ja sogar noch ein größerer Erfolg. Zum ersten Mal seit 20 Jahren könnte Vlasnia Shkodra albanischer Meister werden. Ich drücke im Saisonendspurt auf jeden Fall die Daumen. Jetzt will ich euch noch eine Doku ans Herz legen. Über einen Neonazi-Aussteiger geht's, den sogenannten Führer von Berlin. Total krass, hier ist das Video verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.